Abidan, guide us. Slowly now. Grundsätze und Sprichwörter Abidons. Ja, awesome. Für jede Arbeit gibt es eine Vorgehensweise. Bewaffne dich mit Können und härte deine Mühen mit Geduld. Schlage erst zu, wenn dein Medium bereit ist. Lasse die Arbeitsplatte nicht erkalten. Brüchiger Stahl ist schlimmer als ein untreuer Freund. Das kommt sehr auf die Betrachtungsweise an. Härte deine Arbeit, auf dass sie nicht zerbricht wie Glas. Narren loben das Aussehen, der Meister aber lobt die Stärke. Okay, das klingt tatsächlich sinnvoll. Wahre Tugend liegt in gut ausgeführter Arbeit. Hochwertiger Stahl muss mindestens 7-mal gefaltet werden. Ja, das kommt mir von den. Was waren das nicht die Katana, die so oft gefaltet waren? Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. War irgendwas aus dem östlichen Raum. Auch der beste Schmied kann kein schlechtes Material formen. Lege deine Hände nur auf Stahl, der gut mit Kohle behandelt wurde. Eine Esse mit ungleichmäßiger Hitze ist wie ein Raum voller Zwietracht. Lasse dir davon dein Metall nicht verderben. Okay. Wie die Schläge des Hammers zum Stahl sprechen, so spricht die Farbe des Stahls zum Schmied. Wie ein Säugling ist der Hitzestahl zerbrechlich und leicht zu verderben. Behandle ihn sanft, auf dass du ihn nicht durch deine Eile verformst. Vernachlässige nicht das Werk, das verborgen und ungesehen liegt, denn ein schlampiger Earl, das ist glaube ich ein Adelstitel, kann die Klinge zerbrechen lassen. Der kluge Schmied arbeitet sorgfältig und härtet nur ein einziges Mal. Der schlampige Schmied weint, wenn er Makel im Stahl findet, nachdem dieser gehärtet ist. Wie eine Klinge, die in mehreren Feuern gestählt wurde, so ist die Arbeit, die zur rechten Zeit verrichtet wurde. Das klingt jetzt irgendwie so wie der Sprüchekalender Abidon Edition von damals. Japaner, ja, weil die schlechten Stahl hatten, mussten nie mehr falten. Ah ja, die waren das. Dafür, dass alle abgerissene Knie haben, laufen die noch echt gut. Ja. Ja, so ein abgerissenes Knie macht ja auch nur minus 2 Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist tatsächlich im Kampf echt nicht so hart. Da finde ich die Sachen, die irgendwie minus 4 auf ein Attribut ziehen, finde ich schon eine ganze Ecke härter. Klingt wie beim Unfallkrankenhaus morgens vor der Visite. Ja, stimmt. Wir könnten jetzt eigentlich einmal eine Folge Grey's Anatomy draus machen. Strengthen us with your flame, Lord Abidan. Nach der Adra-Kugel. Temper us for the crucible ahead. Ah ja, und hier sind wir, glaube ich, am Ausgangspunkt. Aber da in der Mitte war ich noch. Hier muss eine Tür dazu. Ah, da ist eine Tür. Wie süß. Diego hat sich gerade gestreckt und alle 4 Pfoten gleichzeitig von sich gestreckt. Das sah so süß aus. Ja, du bist süß. Ach so, uns ging es eigentlich auch gar nicht mal so gut, sehe ich gerade. Ja, dann lasst uns doch vorher noch mal rasten, Kinder. Das sind jetzt aber, glaube ich, Geister, oder? Das sind doch bestimmt Geister. Hatten wir uns... Ah, da, Geister? Geister. Gespenster sind auch Geister. Phantome sind Geister. Ja, ich denke, dann sind es wohl Geister. Geister, Geister, Geister. Und einmal Haya. I'm here. Uh-huh. Okay. I'm ready. Yeah?
I'm here. Lead the way. Yeah? So, und jetzt. Einmal richtig alle durchcasten. Den habe ich noch nicht benutzt. Komm, mach mal. Ja. Wer lacht denn hier so dreckig? Lava. Ja, du darfst tätscheln. Noch so einen anderen coolen Zauber. Ich weiß nicht, ich finde ihn gerade nicht. Ich mach erstmal ein bisschen Gedöns. Und natürlich Fireball. Leute. Und ihr sitzt wieder fest, ne? Ja, natürlich. I'm here. Aber ich meine, sie hält die Tür, auch wenn sie bewegungsunfähig da drin rumsteht. Die Frau kann es halt einfach, ne? So, hier, Paladina, sie ist umgefallen, hol sie wieder. Bury me at sea. Oh, das ist süß. Ja gut, jetzt ist das mit dem im Weg stehen irgendwie so ein bisschen blöd. Uiuiuiuiui. Kritischer Treffer für 38, kritischer Treffer für 37, kritischer Treffer für 36. Oh, normaler Treffer für 20. Let's pass the bottle for a while. Steht ihr da eigentlich so viel im Weg rum, Kinder? Dann kommt doch einfach rein, wenn es euch da hinten zu eng ist. Hab ich nicht gesagt. How may I help? That's...
Mania wird nachher gepellte Rippen haben mit minus 4 Con, das ist nicht gut. Und ein bisschen müde sein. Mania, müde, Mania, naja. Lavaru, beyond seek! Oh, Halleluja. War es ein Kampf? Bei dem Großteil geht es wenigstens noch ganz gut. Be cautious. Be constant. Oh Gott, ein Globus. Ich muss bestimmt irgendwas mit dem Globus machen. Not sure how I feel about this. There you go. Oh Gott, das ist ja schon wieder ein Rätsel, oder? So, was haben wir denn hier für schöne Inschriften. Sinne nach über die, die vor dir kamen, und die, die nach dir kommen. Erinnere dich zuerst an deinen Vater, zuletzt an deinen jüngeren Bruder. Doch wisse alle Pagronen als deine Verwandten. Wir lassen uns in einem fremden und wilden Land nieder, doch wir erinnern uns unserer Wurzeln. Wir mögen weit entfernt sein, doch wisse uns als Verwandte. Verwandtschaft scheint hier sehr wichtig zu sein. Wir, die wir Schulter an Schulter mit den ältesten Reichen der Gestandenen stehen, senden dich aus. Ehre uns, so wie wir uns an dich erinnern. Und das Letzte. Unsere Türme aus Stein mögen umgeben sein von Toren aus Koralle. Dennoch sind wir Pagronen. Schreibe unsere Namen in deine Halle und dein Herz. Okay, wenn es ein Rätsel ist, weiß ich nicht so genau, was es mir sagen möchte. Dieser vergoldete Globus wurde mit aufwendigen Details gefertigt. Berge aus gehämmertem Gold erheben sich über spiegelglatte Meere. Die Flüsse dieses Land und Kontinente zerschneiden so dünn und fein, als wären sie mit einem Rasiermesser geschnitten. Drei makellose Saphire markieren Orte in Rauertai, Old Valia und dem Land Land of the Living. Das bronzene Band, das den Globus umschließt, sind drei Zeilen eingraviert, die sich stets wiederholen. Erinnert euch an alle Pagronen, von den Ältesten vor euch bis zu den Jüngsten, die euch folgen. Den Globus untersuchen. Wahrnehmung 18. Die abgerundeten Saphire sind gerade groß genug, dass du mit dem Daumen darauf drücken kannst. Als du das tust, spürst du eine Art Federmechanismus unter ihnen. Mit deinem ausgeprägten Auge für Details bemerkst du, dass der Druck unter den anderen beiden Saphiren nachgibt, wenn du auf den Saphir in Old Valia drückst. Okay. Oh, okay, also ich habe jetzt erst Living Lands. Dann. Nee, erst Old Valia, dann Living Lands und dann Rauertai. Aha, anscheinend ist das richtig, warum auch immer. Ich liste das jetzt nicht alles vor, weil mich das Rätsel abfuckt. Ich habe jetzt kein böses Wort gesagt, keiner verrät das Halkion. Ja, warum auch immer das richtig war, es war richtig so rum. Und es war nicht so rum, wie es in der Komplettlösung steht, möchte ich mal, ne?
Scheiß Komplettlösung. Schlechte Komplettlösung. Als der letzte Saphir einrastet, beginnt der Globus mit Adern von strahlendem blauem Licht zu leuchten. Dann macht er eine Vierteldrehung. Als das Licht erlischt, hörst du von einer Seite des Raumes Zahnräder rattern und Steine knarren. Ja, ja. Lasst mich in die geheime Schatzkammer. Be cautious. Be constant. Noch ein Gürtel, der 3 Constitution gibt. Awesome. Oh, 2 Reflexes. Das sind ja mal tolle Schuhe. Nice. Hallo? Ich will die auch mitnehmen. Eine einzigartige Streitaxt, die wir bestimmt nicht benutzen werden, weil wir ja auch Soulbound-Weapons haben. Oh! Ganz viel Geld! Ich mag Geld. Geld finde ich richtig toll. Ja, das hat sich doch schon mal so halbwegs gelohnt. War ich jetzt irgendwo noch nicht? Das ist kein Raum, ne? Ne, das ist kein Raum, anscheinend. Ja, dann waren wir jetzt überall bis auf da. Können wir wegtun. Ich habe da so Handschuhe mit mehr Zauberschaden gesehen. Schätzchen, was trägst du so? Ach, Handschuhe mit mehr Zauberschaden. Das ist cool. Ja, genau dieselben. Na gut, dann, Heravius, dann darfst du die wohl anziehen. Herzlichen Glückwunsch, du hast auch mal gute Ausrüstung gekriegt. Ja, ja, wir haben die White Forge gefunden. Jetzt müssen wir sie nur noch anmachen. Not sure how I feel about this. There you go. Noch ein Rastvorrat. Hm. Er hat ja auch noch genau einer gefehlt. Es ist echt seltsam, wenn man nur 2 von den Rastvorräten rumtragen kann, muss ich gestehen. The Guardians will hold the door as long as need be. Everyone else is ready. So few of us remain. Lord Abaddon, guide our hands and steel our hearts. Give us the mercy of your forge. Bin ich eigentlich die Einzige, die, wenn Leute hold the door sagen, immer Flashbacks an Game of Thrones hat? Da geht's wieder raus in die Freiheit. Look at those teeth, those horns. I don't care if it's stone. I'm aroused. Ekelerregend, Heravius. Ekelerregend. Das will doch keiner wissen. Ich möchte wetten, jeder von meinen Companions hätte einen besseren Spruch gebracht. Sogar hat Pelagina, die alte Langweilerin. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. So, ja, also, wir hatten heute vor, die White Forge zu finden. Wir haben sie offensichtlich gefunden. Wir haben hier alles gelootet.
Und da das, glaube ich, hauptquestmäßig dann noch eine Weile weiterführen würde und ich dann vermutlich mindestens noch eine halbe Stunde länger streamen müsste, würde ich sagen, machen wir den Rest wann anders. Und bewahren uns das, was passiert wohl, wenn man diese imposante Esse, die Hieravias aus irgendwelchen Gründen heftig anturnt, anmacht. Wortwahl. Ich muss wirklich einen Language Command machen. Und dann schauen wir uns das nächste Mal an, was passiert, wenn man die Esse anzündet. Und für heute machen wir Schluss.